It is natural to die. Okay, ich glaube, der hat nur noch einen Arm, ne? Ja. Okay, weiter geht's. Okay, wir müssen ein paar Sachen gucken. Aber Bevölkerung 25.081 damals, alles klar. Ich denke mal, wir müssen sowieso erstmal hier den Turm und so erkunden. Vorerkennt man nicht, wo man hin muss. Das wurde hier so gelöst damals. Ja, aber ich habe doch keine Wurfmesser mehr. Wie fülle ich denn die nochmal aus? Auf! Okay, danke. Musste gerade lesen so. Aber das war ja schon klar. Das Golden ist immer das Ziel. Eigentlich hat es ewig lang gedauert. Erst in Origin kann man den Adler wirklich steuern. Ja, jetzt habe ich die Ziele. Also ich habe hier... Hier, nee, ist Befragung, oh, Taschendiebstahl. Also ein Ziel, das bin ich hier, ist Büro. Altair. Taschendiebstahl. Ich weiß noch gar nicht, wo ich hin muss. Muss ich mal zum nächsten Aussichtspunkt oder wie? Okay. Okay. So, das glaubt wieder einer, den wir boxen können, oder? Nee, auch doch nicht. Oh. Lass mich durch. Ihr blöden NPCs. So, ich will jetzt wieder irgendwo, wie komme ich jetzt hier hoch, ohne dass die mich wieder entdecken hier? Vielleicht hier hoch? Er wird Ärger verursachen. Vielleicht wird er das, vielleicht aber auch nicht. Wahrscheinlich eher schon, aber egal. Nein! Der verdammte Narr hat doch den Verstand verloren. Natürlich hat er das. Das kann ihm auch egal sein. So. Der ist schon mal Ende Gelände aus, die Maus. Ich habe immer noch keine Wurfmesser. Wo kriege ich denn die her? Ist euch nicht erlaubt, hier zu sein. Ach, leck mich. Da. Weißt du, solange du Angst hast, hier rüber zu kommen, so, ist mir das egal. Also, wenn du hast halt Angst, so, von dem her. Da oben ist auch noch mal so ein kleiner Bastard. Tod dem Ungläubigen! Und wieder am Arsch. So. Ja, die Kämpfe waren hier sehr, sehr langweilig. Muss man halt auch mal sagen. Aber egal, wir brauchen ja bei dem Spiel jetzt erstmal nur die Story. So. Kämpfen ist mal sowas von gar nicht spektakulär. Muss man halt hier auch mal sagen. Ey, ich hoffe, das nimmt's auf, ne? Wäre jetzt über Kacke. Weil dann würde uns über viel fehlen. Ja, dann würde uns über viel fehlen und das wäre ja einfach richtig, richtig, richtig kacke. Aber so wie es aussieht, nimmt es auf, ne? Riskieren wir das halt. Wenn nicht, dann... Dann ist doof. Eigentlich sollte ich die Aufnahme unterbrechen, aber... Also ich glaube, diese Befragung, die müssen wir machen. Die müssen wir machen. Die gehören zur Quest jetzt dazu. Es waren aber insgesamt drei, oder? Ah, Nachforschung komplett. Zwei Nachforscher werden für die Attentatsrunde benötigt. Erreichen Sie in die Hausarztpunkte, um sie zu finden. Okay.
sagen, ich gehe jetzt nochmal zu dem nächsten hier hoch, wenn wir da eh gerade sind. Hallo, du darfst springen. Lalala, hat keiner gesehen. Bin mal kurz hingesessen, ne? Beine, bisschen ausruhen hier. Die ganze Zeit immer am Rumjumpen bin. Er wird noch jemand anderen fällen. Meine Familie ist groß und ich kann sterben. Es ist nicht weise, Aufmerksamkeit auszuziehen, mein Kind. Danke, dass du mir hilfst. Penner, wie hoch? Penner! Habt ihr das gesehen? Seltsam. Seltsam, so etwas habe ich nie zuvor gesehen. Was macht der? Um diese barbarischen Taten zu rächen. Was tut er denn? Gepriesen sei sein Name. Mit uns sein Werde. Ich komm da nicht hoch. Auf dass er uns den Sieg schenkt. Ob er wohl verletzt ist, ihr habt mich dafür sollte ich euch töten. Ich stehe hier, um eine Warnung zu überbringen. Sollte Richard Jaffa einen Ungläubiger nicht mehr zu kommen. Gut, das war jetzt nicht der Plan eigentlich. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es endgültig zu spät ist. Diese Stadt gehört uns, hat uns immer gehört. Ein komischer Chaos. Und es ist unsere Pflicht, sie bis zum Tode zu verteidigen. Hä? Die Kreuzfahrer müssen besiegt werden. Jetzt aber. Verflucht ihn. Verflucht den englischen König und ihr seid hier nicht erwünscht. Wir handeln gegen den Willen Gottes. Seltsam. Gut. Ja, ich habe den gerade zugehört. Ab und zu muss ich den zuhören. So. Hinterlassen Sie eine Schneise des Leibes. Sie nennen es einen Kreuzzug. Oh, habe ich Rückenschmerzen. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. So, jetzt hat jemand auf mich geschossen. Habt ihr das gesehen? Drecksack. Du rennst. Wir müssen standhalten. Wir müssen die Feinde. Naja, so. Ich gehe jetzt mal da hoch. Ich hoffe, es sieht gerade keiner, das ist gut. Komm, komm hoch mit dir, Junge, komm hoch, 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 komm, du hast Kraft. Ohne Handschuhe, auch gut. Da ist er ja, ich krieg dich! So, verstecken. Da unten rennen sie alle, weil sie Angst haben. Hoppedi hi, hoppedi ho, hoppedi ho popo. Warum war da gerade eine unsichtbare Wand? Das ist mir jetzt noch nie aufgefallen. Da war eine unsichtbare Wand, wie geil. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ey. Au, das wollte ich doch gar nicht. Warum behelligt ihr mich? Boah, ich wäre fast gestorben jetzt. Fast wäre ich draufgegangen. So, jetzt müssen wir den befragen. Das ist das, wo wir vorhin schon hätten machen müssen. Oh. Ja, wenn wir sie schon finden, dann machen wir das. Also, wir müssen das jetzt machen. Das heißt... Nee, du kriegst nichts von mir. Ihr werdet belohnt werden. Halal, gebt euch sein Wort. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödien? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal, gebt euch sein Wort. Okay, jetzt das gleiche wie vorher. Aber wir müssen ihn nur klopfen. Das heißt, hoffentlich läuft er jetzt woanders entlang. Weil da wieder die blöden Schläger sind und das ist richtig, richtig scheiße. Wenn die Schläger immer uns im Weg kommen, das ist uncool. Deswegen laufe ich dem jetzt mal ein Stückchen weiter. Ich gehe dann irgendeine Gasse noch rein.
Ja, vielleicht geht in irgendeine Gasse noch rein, also ohne, wo die Schläger nicht sind. Weil das ist ein bisschen blöd. Ach ja, hier geht er rein, perfekt. Das ist euer Beginn. Ach, dafür werdet ihr bezahlen. Boah, das ist scheiße, wenn hier zwei Stück sind, ist richtig, richtig scheiße. Ah, okay. Ich habe euch nichts zu sagen. Sprecht mit mir oder sprecht mit Gott. Es ist eure Wahl. Ihr werdet dein Werk nicht zunichte machen. Das könnt ihr nicht. Zunichte machen? Welches Werk? Er bereitet sie für die Reise vor. Reise wohin? Sie sind in seinem Lagerhaus. Und wenn die Zeit reif ist, werden sie nach Akkon verschickt. Wo ist dieses Lager? Und warum Akkon? Talal sagt mir nur, was ich wissen muss. Mehr nicht. So ist es sicherer. Für ihn vielleicht. Aber nicht für euch. Okay. Wie konnte man hier kämpfen? So, auch ungenatzt, mein Freund. So, wegen vorhin noch. Ah, wenn ich die umnatze, kriege ich ein Messer zurück. Okay. Informantenherausforderung. Dann machen wir gleich mal diese Informantenherausforderung. Wahrscheinlich muss ich dann rennen oder so. Geht weg! Hilfe! Ich brauche Hilfe! Guter Herr, du bist ein Nicht. Dein Gott hat dich verlassen. Da würde ich am liebsten reingehen, darf ich aber noch nicht. So, dann klettern wir jetzt hier hoch, wenn er will. Hier will er, hier will er, hier will er und hier kann er. Okay, Hinfort! Nein, 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 nein! Ich werde dir die Hände abschlagen! Was habe ich für dich getan? So sagt es doch! Was wollt ihr? Keinen Grund, sich so zu verhalten. Zu weit oben. Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen! Geht weg! Warum hilft ihr denn lieber? Und ich dachte, ich wäre fast blind. Seid vorsichtig, weil ich bitte euch! Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen! Ihr tut mir weh! Stirb, Dieb! So, probieren wir es mal von der anderen Seite hochzukommen. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen! Das wird euch das Leben kosten! Oh, warum tut er das? Lalala, lalala, lalala. Das war das Problem damals. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht! Ich habe hier nie was zu suchen, aber es interessiert mich nicht, weil ich es trotzdem mache. Ich mache einfach so. Schert euch davon! Denn ich bin ein Heiliger. Und so kann ich auch umhauen. So. Papam. Kletter, Freundchen, kletter. Genau. Allen wird's das Leben kosten. Aber nicht mir. So. Jetzt müsste man eigentlich schon fast die ganze Stadt erkundet haben. Also noch nicht ganz, also diese Viertel, aber das Viertel haben wir. Jetzt gehen wir hier zu dem Informanten-Dingsbums da. Würde ich sagen, ich gehe mal hier hin. Nein, da kann ich nicht. Egal. Ich hab gedacht, ich würde es überleben. Wurden sie entdeckt? Stoßen sie die Leute aus dem Weg? Aber hier war gerade eine Feder. Eine Flagge. Wow, da verliert man extrem viel Leben. So.
Reden wir mit ihm? Friede sei mit euch, Alter, hier. Wir leben in schlimmen Zeiten, nicht wahr? Ich habe jedenfalls viele Probleme. Ich hatte den Auftrag, einige merkwürdige Vorkommnisse im Nobelviertel zu untersuchen. Und Talas Männer haben mein Gesicht gesehen. Mein Status ist unsicher. Würdet ihr sie für mich eliminieren? Im Tausch für die Informationen, die ihr sucht? Jo, jo. Können wir machen. Können wir erledigen. Das sind zwei, die dich gesehen haben. Ja, er ist verrückt. Aber es ist Altair. Er wird mal zum besten Assassinen, was es gibt. Ah, da ist ja gleich einer da unten. Was wollt ihr? Seid vorsichtiger. Also, das sind gleich zwei Stück. Ist das eine davon? Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte geh. Eine milde Gabe. Geh doch weg, du blöde Kuh. Nicht noch einmal. So, das hat keiner gesehen jetzt. Das ist sehr gut. Die können wir direkt wieder weg hier. Das ist auch erledigt. Dann kriegen wir unsere Informationen. Alter, ihr. Ihr konntet die, die mich kannten, loswerden. Exzellent. Hier ist alles, was ich über Talal weiß. Er ist ein mächtiger Sklaventreiber, der ein Gebiet nördlich der Stadt besetzt. Nahe der Barbakane. Er zahlt den Stadtwachen Tribut, damit er in den Schatten operieren kann. Aber nach dem, was ihr mir heute gezeigt habt, bin ich sicher, dass er dasselbe Schicksal erleiden wird wie die anderen. Ich danke euch, Alter, ihr. Ich danke dir auf jeden Fall auch. So, jetzt müssen wir zurück zum Bürochen. Schade, dass man da nicht schnell reisen kann, aber ich denke mal, das war früher jetzt nicht so geplant. Wobei es gar nicht mal schlecht wäre. Was tut dieser Mann nur? Er tut, was er tun muss. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen? Rüber. Und nicht wieder runterspringen. Dann sterbe ich wieder. Und ich will nicht sterben. Perfekt. Malik, wollt ihr noch mehr Zeit vergeuden? Ich habe Talal gefunden. Ich bin bereit für meine Mission. Diese Entscheidung liegt bei mir. Nun gut. Folgendes habe ich erfahren. Er handelt mit Menschenleben, entführt Bürger Jerusalems und verkauft sie in die Sklaverei. Ein Lager in der Barbakane nördlich von hier dient ihm als Basis. Just in diesem Moment bereitet er eine Karawane vor. Ich schlage zu, wenn er sein Lager inspiziert. Wenn ich seinen Männern ausweichen kann, sollte Talal selbst kein großes Hindernis darstellen. Kein großes Hindernis? Hört euch an! Wie arrogant! Sind wir fertig? Seid ihr zufrieden mit meinem Wissen? Nein. Aber es muss reichen. Ruht, bereitet euch vor, weint still in der Ecke. Tut, was ihr immer tut, bevor ihr ans Werk geht. Aber tut es leise. Ja, danke. Und jetzt hoffentlich speichert das mal kurz ab. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Man sieht leider nicht, wenn das hier speichert, das ist halt. Was denn? Das sollte bei der nächsten Inspektion stattfinden. Okay. Checkpoint erreicht. Okay, das ist gut. Ich werde mal kurz die Aufnahme unterbrechen. Ich bin jetzt dann gleich wieder da. Also wird wahrscheinlich dann noch die gleiche Aufnahme sein. Ich tue nur kurz. Schauen, ob es überhaupt aufgenommen hat. Haha, weil das war jetzt echt richtig übel.
Ja, okay, gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und danke fürs Zusehen. Ciao!